Hey Leute, heute geht es nur um das Thema Lidschattenpaletten. Ich werde euch heute eine Ladung Lidschattenpaletten zeigen, denn die liebe Alena vom Kanal Alla Alena und ich haben uns zusammengetan und haben entschieden, dass wir bei diesem Lidschatten-Tag, der momentan super bekannt ist auf YouTube, natürlich auch mitmachen wollen. Falls ihr die süße Alena noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Ich werde euch ihren Kanal und das Video natürlich unten in der Infobox verlinken. Sie ist wirklich zuckersüß und ich liebe ihre Videos über alles. Die Idee zu diesen Lidschattenpaletten kam eben von Samantha March und Ellie Glines, falls ihr es vielleicht schon gehört habt. Die haben sich eben verschiedene Fragen überlegt, zum Beispiel, welche Palette den Hype absolut nicht wert ist, zum Beispiel. Und ja, da machen wir eben heute auch mit. Und wir haben das allerdings so gemacht, dass wir ein paar Fragen so ein bisschen abgewandelt haben und ein bisschen was Persönliches reingebracht haben, damit es eben eine persönliche Note von uns bekommt. Das Ganze haben wir bei Janine gesehen und bei der Maren vom Kanal Fräulein T. Die haben auch ein bisschen was abgewandelt und das fanden wir ganz cool. Und deswegen, ja, haben wir gesagt, wir machen es auch. Und ich würde sagen, ich laber nicht mehr, sondern wir starten mit den Lidschattenpaletten. Vergesst natürlich nicht, auch meinen Kanal zu abonnieren. Frage Nummer 1 ist, was ist meine neueste Palette? Die neueste Palette in meiner Sammlung wäre jetzt diese hier von Bare Minerals, die Natural Oasis Eyeshadow Palette. Die ist eigentlich gar nicht so neu, soweit ich weiß, aber die habe ich zugeschickt bekommen von QVC, da ich ja öfter für den QVC Beauty Blog drehe. Und da habe ich eben zu dieser Palette auch einen Make-up-Look geschminkt mit dem wunderschönen grünen Lidschatten hier. Und das ist eben die allerneueste Palette und die finde ich übrigens sehr cool, weil sie anders ist als andere Paletten. Also sie hat einfach super coole Töne drin, eben das Grün oder auch in Kombination mit diesem Rot und mit diesem lila Bärenton. Also ich finde diese Palette, wo sie so klein ist, super speziell und extrem aufregend. Also ich schminke total gern mit der Palette, vor allen Dingen, weil die auch qualitativ super hochwertig ist und auch dieser Grünton funktioniert wahnsinnig gut. Den kann man sehr gut verblenden und ja, dieser Schimmerton ist sowieso auch mega. Ich werde euch hier mal den Look vielleicht einblenden, dann könnt ihr den Look mal sehen. Ja, das wäre so eigentlich die neueste Palette und mit der bin ich auf jeden Fall super happy. Love it! Die zweite Frage wäre dann, ja, was ist meine älteste Palette? Und da ist es mir ein bisschen schwer gefallen. Ich musste erst meine ganzen YouTube-Videos nochmal durchscrollen und gucken, welche Paletten ich damals benutzt habe und welche eben die älteste ist. Das ist jetzt zwar nicht die aller älteste, die ich gehabt habe, aber die, die eben jetzt noch in der Sammlung ist bei mir. Und zwar ist es diese hier von Marvin Magnificent und BH Cosmetics, die Marvicorn Palette. Die gibt es, soweit ich weiß, jetzt nicht mehr zu kaufen. Leider. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss euch die einfach zeigen, einfach weil es meine älteste Palette in meiner Sammlung ist. Ist halt so. Ich mochte die Palette wirklich von Anfang an super gerne. Ich habe sie mir damals gekauft, als sie online kam und ich habe sie, wie gesagt, jetzt immer noch, weil ich sie super gerne mag. Ich mochte diese Pop of Colors aus der Palette super gerne, weil es total schön war, zum Beispiel was Neutrales zu schminken. Aber dann eben noch so ein Pop-of-Color mit einzubauen, das mag ich ja super gerne. Und ja, die hat mir so gut gefallen, weswegen ich die jetzt immer noch habe. Aber dadurch, dass es die jetzt nicht mehr zu kaufen gibt, werde ich die jetzt wahrscheinlich ausmisten und irgendwie hergeben. Und was ein bisschen schade ist, denn ich mochte die einfach super gerne, aber ich kann sie eben in Videos nicht mehr benutzen, denn ja, ich werde dann gleich geschimpft, wenn ich was benutze, was es nicht mehr zu kaufen gibt. Ja, was ist die günstigste Palette, die ich besitze? Ja, die günstigste Palette wäre diese hier, und zwar von I Love Revolution, die Angel Palette. Das ist so eine ganz süße kleine Palette. Gibt es jetzt immer noch zu kaufen? Habe extra nachgeschaut. Ja, falls ihr einen Look dazu sehen wollt, ich werde euch das Video unten in der Infobox verlinken. Da habe ich diese ganze Angel-Kollektion getestet. Das ist auch schon eine Zeit lang her. Aber das ist eben die günstigste. Kostet, glaube ich, 3,99 € oder so. Und die mochte ich auch, oder die mag ich auch immer noch sehr gerne, einfach weil mir diese Pinktöne gut gefallen. Und ihr wisst, ich liebe Pinktöne. Aber auch diese schönen braunen Töne sind super geeignet, um eben neutrale Alltagslooks zu schminken, ohne dass man jetzt zu krass bunt wird. Und ich finde, dass das ein super Preis ist für eine gute Qualität. Also super kleine, tolle, günstige Palette. Gefällt mir sehr, sehr gut. Müsste ich echt auch mal wieder rausholen zum Schminken. Im Gegenzug dazu ist natürlich die Frage, was ist meine teuerste Palette?
Vielleicht könnt ihr schon erraten, wenn ihr mich schon besser kennt. Meine teuerste Palette ist von Huda Beauty, die New Nude Palette. Ich vergöttere diese Palette, das ist eine meiner Lieblingspaletten und die kostet, glaube ich, 64 Euro, also zumindest damals, als sie neu rauskam. Und ich muss ehrlich zugeben, mir fällt es schwer, noch mehr Geld für eine Palette auszugeben. Ich weiß, es gibt noch teurere für über 100 Euro, aber da bleibt mir einfach die Luft weg. Das ist einfach das Maximum, was ich bisher ausgeben wollte. Und ja, das ist die Palette von innen, falls ihr die noch nicht kennt. So Rosé-Nude-Töne, ein bisschen pink gehalten, genau mein Farbschema. Und ja, ich vergöttere, wie gesagt, diese Palette. Ich liebe diese Palette. Ich verwende sie ständig und immer. Und es ist eine meiner Lieblingspaletten. Qualitativ 1A und wunderschöne Looks, super vielfältig. Sieht erstmal sehr eintönig aus, aber man kann wirklich super tolle verschiedene Sachen machen. Und ja, also da hat sich mein Geld auf jeden Fall gelohnt. Also ich bereue es nicht, dass ich diese gekauft habe. Diese Palette war echt Liebe auf den ersten Blick. Und ich liebe dieses Schätzchen immer noch so sehr. Ja, was ist meine Lieblingsalltagspalette? Das ist mir auch super schwer gefallen, denn ich verwende verschiedene Paletten im Alltag. Ich verwende auch ganz oft einfach nur Single Eyeshadows. Deswegen ist mir das tatsächlich super schwer gefallen, aber ich habe jetzt schon eine super oft verwendet im Alltag und deswegen ist mir die jetzt einfach als erstes eingefallen. Und zwar von Beach Cosmetics, die Love in London Palette. Die hat zwar auch super krasse dunkle Töne drin, wie dieser Bereich hier zum Beispiel oder dieses krasse Dunkelblau. Oh, Bombe sieht diese Farbe aus. Aber die hat eben diesen Bereich hier vorne, den ich so gerne im Alltag verwende. Ich sag's euch, diese Palette ist so bombenmäßig, was die Qualität angeht. Also ich schwärme jedes Mal, wenn ich die benutze. Oh, flippe ich immer aus. Einfach weil es so Spaß macht, mit ihr zu schminken, weil sie so eine tolle Qualität hat und man kann super verblenden. Man kann die Farben aber auch gut aufbauen und also ich komme mit dir einfach so gut klar und diese Schimmertöne sind so dermaßen butterweich. Oh mein Gott, ich sag's euch. Deswegen habe ich die einfach so oft im Alltag schon verwendet und ja. Ich habe übrigens fast zu jeder Palette ein YouTube-Video gedreht. Ich werde euch mal alle Videos unten in der Infobox verlinken, falls ihr da nochmal was nachschauen wollt oder sehen wollt, wie die eben live performt. Die nächste Frage ist dann, was ist meine liebste bunte Palette, die ich besitze? Und da musste ich nicht lange überlegen, denn ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viele ganz bunte Paletten, um ehrlich zu sein. aber mir ist eben eine eingefallen, an die ich eben sofort gedacht hatte. Und zwar von Makeup Revolution, die Carmy Make Magic Palette. Die sieht so aus, das war von mir auch Liebe auf den ersten Blick. Ich fand sie super cool. Ist halt jetzt für mich auch nichts für den Alltag oder so. Aber wenn ich spezielle Looks machen will oder einfach wirklich Lust auf Farbe habe, dann greife ich immer zu der hier und mir gefällt sie auch super gut. Hier mit den dunklen Tönen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die sind jetzt, sage ich mal, ist nicht 100% perfekt, was Verblenden angeht. Man kann es zwar auch ganz gut aufbauen, also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also so viel dazu. Aber die Schimmertöne sind mega schön und auch diese hellen, matten Töne funktionieren sehr gut. Das ist jetzt hier nur so bei den dunklen Tönen so ein bisschen problematisch. Aber die liebe ich über alles. Ich finde sie so schön. Und damit ihr seht, was ich meine, ich werde es euch mal kurz hier auf den Fingern swatchen. Oh, sieht es nicht toll aus? Oh mein Gott. Ich liebe diese Farben. Es ist einfach so, 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 so schön. Und wenn ich das sehe, bekomme ich jetzt gleich schon wieder Lust, irgendwas Buntes zu schminken. Dann stellt sich die Frage, welche Palette ist den Hype absolut wert? Da ist es mir auch schwer gefallen, muss ich sagen, denn so richtig krass gehypte Paletten, wie zum Beispiel von Jeffree Star oder Anastasia Beverly Hills oder sowas, kaufe ich mir fast nie, weil sie mir einfach ein bisschen zu teuer sind, nur hin und wieder mal. Und so einen richtigen Hype habe ich eigentlich fast nicht mitgemacht. Aber eine Palette, die super, super lange und super positiv auch kursiert ist, wäre zum Beispiel auch von BH Cosmetics die 1991 Palette von Alicia Marie und BH Cosmetics, wie gesagt. Da hat man ja wirklich ausschließlich Positives gehört. Also ich glaube nicht, dass ich irgendeine negative Review gesehen oder gehört hätte. Und deswegen war die aus meiner Sicht schon auch gehypt. Sag ich jetzt einfach mal so.
Und die habe ich auch ausgetestet, habe es mir auch gleich sofort bestellt, als sie rauskam, einfach weil ich sie optisch toll fand. Es hat hier einfach eine Reihe nur voller Duochrome-Farben und hier unten eben matte Töne. Und mir hat die Aufmachung einfach so gut gefallen, dass ich es sofort gekauft habe. Und ich war hin und weg bei der ersten Benutzung. Ich habe sie danach weiter benutzt und immer wieder benutzt. Und ich habe super viele verschiedene Looks schon damit gemacht. Und die ist absolut den Hype wert. Ich finde sie so, so, so gut, so geil. Für den Preis bekommt man wirklich eine 1A-Qualität. Also ich habe in keinster Weise Probleme mit dieser Palette, muss ich sagen. Und diese Duochrome sind einfach wirklich einzigartig. Es gibt keine andere Palette, also zumindest kenne ich keine andere Palette, die so viele Duochrome Shades enthält. Und deswegen ist sie den Hype absolut wert. Die ist so geil. Ich liebe sie über alles. Ja, welche Palette ist den Hype nicht wert? Das fällt mir jetzt ehrlich gesagt super, super schwer, denn ich möchte nicht zu negativ sein, einfach weil die Palette an sich auch nicht schlecht ist. Ich finde einfach nur, dass sie einen Hype bekommen hat und dann aber gezeigt hat, dass sie jetzt nicht anders ist als andere Paletten. Was aber nicht heißt, dass sie schlecht ist. Wie soll ich das erklären? Also es geht, ich sag's euch einfach, es geht um die Hatice Schmidt Labs D-Palette. Ich habe mir diese Palette gekauft, weil ich Hatties Videos super gerne mag und wollte natürlich gleich auch ihre Palette testen. Und ich habe auch in meinem Video gesagt, dass ich super zufrieden damit bin. Und danach habe ich noch weitere Looks geschminkt und habe immer wieder gesagt, ich bin super zufrieden damit. Und es ist auch jetzt immer noch so. Ich finde die Palette toll. Die Palette funktioniert gut. Sie hat schöne Farben drin. Jetzt nicht unbedingt was, was mich optisch sofort angezogen hat. Ich habe sie eben einfach gekauft, weil sie von Hattie war, sage ich ehrlich. Versteht mich nicht falsch, ich finde die Palette toll, sie funktioniert gut, aber sie hat halt einen kleinen Fehler gemacht im Sinne von, dass sie einfach die Latte zu hoch gesetzt hat mit ihren Aussagen, im Sinne von, dass es einfach die krasseste Palette überhaupt auf der Welt ist, so ungefähr. Und deshalb wurde die Palette natürlich dementsprechend gehypt, wobei ich sagen muss, dass das jetzt nicht unbedingt ein positiver Hype war. Hype muss ja nicht immer positiv sein, oder? Und deswegen würde ich jetzt in dem Fall diese Palette nehmen. Sie ist gut, sie ist toll, funktioniert toll. Sie ist aber jetzt nicht besser als andere High-End-Paletten, muss man einfach ehrlicherweise sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr hier super was Krasses anderes bekommt, als wenn ihr jetzt zum Beispiel was von Anastasia Beverly Hills kauft. Ich finde, die sind auf dem gleichen Level, aber die ist jetzt nicht noch einen Schritt höher. Wisst ihr, was ich meine? Auf das wollte ich jetzt hinaus. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle diese Palette wählen, aber ich mag diese Palette. Nur um es nochmal klarzustellen. Die am meisten benutzte Palette von mir ist von Anastasia Beverly Hills, die Novena Palette. Die habe ich auch damals gekauft, als sie nur rauskam. Die hat mir auch, hoppala, optisch sehr, sehr gut gefallen. Und die habe ich wirklich von allen Paletten, ich habe tatsächlich am öftersten benutzt. Und die habe ich auf Reisen auch dabei gehabt. Ich war mal in Berlin und dann war ich in Bonn und dann war ich was weiß ich wo und ich hatte die eigentlich immer dabei, weil ich sie super schön finde. Ich komme damit super klar und das Farbschema gefällt mir auch gut. Manche Farben habe ich weniger benutzt als andere, aber die habe ich wirklich gesuchtet. Ohne Scheiß, gesuchtet. Ich habe erst letztens auch wieder einen Look damit geschminkt. Ja. Und somit ist es auch einer meiner liebsten Paletten, die ich habe, weil ich sie eben so oft schon benutzt habe. Ja, was ist die Palette mit der besten Erinnerung? Und da gibt es eine Palette, die ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar ist es die Marke Doll 10. Werden die wenigsten wahrscheinlich kennen. Und das hier ist die Palette. Und die ist deshalb was Besonderes für mich, weil ich die von QVC Beauty zugeschickt bekommen habe. Mit eben der Anfrage einer Kooperation für ihren Beauty-Blog. Und da war so der erste Moment, wo ich als YouTuber und Blogger, Content-Creator das Gefühl hatte, ich werde tatsächlich ernst genommen. Also ich habe ja noch nicht wirklich super viele Abonnenten. Ich bin noch nicht mal bei 5000 angekommen, was mich unter anderem auch super traurig macht. Und gerade aus dem Grund, wenn man eben von der Zahl her noch super klein ist, wird man oft einfach nicht ernst genommen. Man wird nicht ernst genommen von anderen YouTubern, man wird nicht ernst genommen von Firmen, einfach weil sie sagen, du hast so wenig Abonnenten, das interessiert uns nicht. Und QVC Beauty war eben die erste Firma, sage ich mal, die
mich eben wirklich engagieren wollte und ich wirklich eine bezahlte Kooperation bekommen habe. Und das war eben ein Video zu dieser Doll 10 Eyeshadow Palette. Und das hat mich einfach so glücklich gemacht, einfach weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, wow, ich fange an, so ein bisschen Fuß zu fassen, ich fange an, Aufmerksamkeit zu bekommen und es macht mich einfach super happy und ich arbeite jetzt immer noch mit QVC Beauty zusammen. Ich drehe mittlerweile regelmäßig Videos für QVC Beauty, was mich super, super stolz macht und super glücklich und froh macht, einfach, ja, weil man leider nicht wertgeschätzt wird als kleiner Content Creator hier auf YouTube. Und deswegen ist diese Palette was ganz Besonderes für mich und deswegen werde ich sie immer für immer im Herzen. Ja, die liebe Alena und ich sind beide verheiratet und haben beide fast gleichzeitig ein Kind bekommen. Sie hat übrigens auch einen Sohn bekommen. Und da haben wir gedacht, wir zeigen jetzt mal eine Palette, die wir für ein Braut-Make-up empfehlen würden, da wir ja selbst auch schon Bräute waren. Und ich habe mir hier jetzt eine Palette von Pixi ausgesucht, und zwar die Natural Beauty Palette. Einfach weil ich finde, dass diese Farben und dieses Farbspektrum perfekt zu Braut-Make-up passt. Also ich habe selbst bei meiner standesamtlichen Hochzeit genau solche Töne getragen. Es war jetzt eine andere Palette, die ich nicht mehr habe, aber es waren genau diese Töne. Vor allen Dingen so einen Schimmerton habe ich auf dem Lid getragen, mit was zarten Braunen einfach verblendet und Augenwinkel ein bisschen verdunkelt. Und deswegen würde ich die für Braut-Make-up einfach empfehlen, weil die auch, glaube ich, zu jedem Brautkleid passt, zu jedem Stil passt. Das ist so ein Farbschema, was einfach wirklich zu jedem passen könnte. Und deswegen würde ich dir für Braut-Make-up empfehlen. Man hat hier von hell bis dunkel, von schimmernd und matt, wirklich alles dabei. Qualitativ toll, damit zu arbeiten. Das wäre meine Empfehlung für ein Braut-Make-up. So schaut's aus. Ja, die letzte Frage, die wir uns jetzt ausgedacht haben, war die Palette, die man sofort aussortieren würde. Fiel, glaube ich, uns beiden super schwierig, weil Alena auch eine ist, die immer sehr regelmäßig ausmistet, was eben bei mir auch der Fall ist. Und wenn mir eine Palette nicht gefällt, dann kommt sie gar nicht erst in meine Sammlung. Wisst ihr, was ich meine? Die gebe ich dann weiter, verkaufe sie weiter oder verschenke sie weiter, je nachdem halt. Und ich habe aber jetzt tatsächlich eine Palette da, die ich aussortieren würde. Und zwar von Manhattan, die Eyemazing Jewel Rocks Edition. Die spricht mich einfach nicht so an. Einfach weil ich es ein bisschen schwierig finde, mit ihr zu arbeiten, weil sie super viele Schimmertöne drin hat, aber kaum matte Töne. Ich muss dann immer noch zu anderen Sachen greifen, zu anderen Paletten, um die Sachen zu verblenden. Wisst ihr, was ich meine? Und die Farbkombinationen, es ist für mich persönlich einfach ein bisschen schwierig. Hat zwar ganz tolle, interessante Farben drin, wie hier diese Blautöne und auch dieses Bronzerot, aber so der Rest ist jetzt nicht unbedingt so mein Fall und von der Pigmentierung her ist auch eher mittelmäßig. Also ich habe einfach andere Paletten, die mir tausendmal besser gefallen, Farbkombinationen, die mir besser gefallen, was auch die Kombination mit matten Tönen angeht. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine, die ich aussortieren würde. Und an der Stelle aussortieren werde. Und somit wären wir auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen was zu meinen Paletten zeigen. Ich bin super gespannt, was Alena alles zeigen wird und welche Paletten sie so vorstellt. Und ja, hoffe, ihr schaltet natürlich beim nächsten Video auch wieder rein. Ich würde mich sehr darüber freuen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. So verpasst ihr auch keinen Beauty-Content mehr von mir. Nächste Woche gibt es auch wieder ein neues Video. Huh, jetzt bin ich aber aus der Puste. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund. Bis bald.